Hey, aufmachen. Yeah. Ich bin's, Rufus. Oh, oh. Das müsste jetzt mein Ich aus der Vergangenheit sein. Ich sollte lieber aufmachen. Sonst bringe ich noch die ganze Zeitkausalität durcheinander. Ja. Ja. Huhu, könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Ah, die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Puh. Gut, dass ich so ein perfektes Gedächtnis habe. Ein ja, was ein Glück. Fehler. Und ich hätte einen invaliden Zeitstrahl erzeugt. Aber was passierte als nächstes? Man sollte eh nicht in der Vergangenheit leben. Ja, genau. Was passierte als nächstes? Damit. Brecheisen dazwischen hängen. Na, dann wollen wir doch mal. Great. Cool. Und jetzt? Warten wir ab. Genau. Na endlich. Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Man nennt ihn Rufus. Déjà vu. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also... Woran denke ich gerade? Oh, warte. Ja, okay. Ich erinnere mich. Du denkst an... Den Ausschlag im Genitalbereich. An den Ausschlag im Genitalbereich? Vollkommen falsch. Du weißt ja wirklich überhaupt nichts über mich. Ich hatte niemals... Was ist denn jetzt los? Alles klar bei dir? Das ist ein Zeitparadoxon, du Pfeife! Scheiße, du das will! Okay. Warum nur? Er wusste, wovon er redet. Schiefgelaufen. So ein Amateur. What? Okay, ich hab's verkackt. Huhu, könnte ich kurz reinkommen? Oh, oh. Das müsste jetzt mein Ich aus der Vergangenheit sein. Gut, dass ich so ein perfektes Gedächtnis habe. Was ein Glück. Kleiner Fehler. Und ich hätte einen invaliden Zeitstrahl erzeugt. Ja. Aber was passierte als nächstes? Man sollte eh nicht in der Vergangenheit leben. Okay, ich dachte, er macht das jetzt auch nochmal im Vorspulmodus, aber dann machen wir es halt nochmal per Hand. Na, du sollst es schon da anbringen. Na, dann wollen wir doch mal. Cool. Und jetzt? Jetzt déjà vu, again. Na endlich. Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Man nennt ihn Ruf. Spasti. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin Zwiebelzubel. Aktueller, ja. Weiser und vor allem lässiger. Ach ja?
Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an... Zwiebelzubel. Zwiebelzubel. Voll daneben, du Niete. Zwiebelzubel. Das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, Zukunfts-Ich, alte Socke. Ja, das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Boah, ist das etwa eine Knarre? Nein, das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Na gut, dann befreie ich Goal halt. Bestimmt mache ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Recht so. Rufus. Ja, schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, richtig? Ja, doch. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Dir schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. Alles klar. Was für ein Held. Aus mir wird ja noch was. Für ein Trottel. Für wen hält er sich eigentlich? Aber nun zurück zur Mission. Ja. Ich kann jeden Augenblick zur vollen Stunde schlagen. Und dann bin ich bereit. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein wenig Geduld. Und darin bin ich unschlagbar. Geduld. Ja, total unschlagbar und so. Nein. Ich warte lieber, bis sie reinkommen. Und das passiert, sobald die Uhr die volle Stunde geschlagen hat. Was ja nicht mehr allzu lang dauern sollte. Was ja nicht mehr allzu lange dauern sollte. Verdammt, die Zeit hat ja offenbar gar kein Gefühl für Timing. Ja, echt mal. Was zur Hölle? Kann ich das da rausnehmen? Nein, okay. Geht das? Ich kann hier jetzt nicht weg. Die Uhr schlägt jede Sekunde die volle Stunde. Und dann ist es an mir, die Rebellen zu stoppen. Okay, ich kann also gar nichts tun. Na dann. Ich kann hier jetzt nicht weg. Die Uhr schlägt jede Sekunde die volle Stunde. Und dann ist es an mir, die Rebellen zu stoppen. Oha, es ist gleich soweit. Die Uhr kann jetzt jeden Augenblick die volle Stunde schlagen. Das wird auch mal Zeit. Komm, nimm sie halt. So, das reicht jetzt aber. Schlag endlich. Na los, schlag endlich. Slap. Oh. Hast du das auch gehört? Die Uhr schlägt zur vollen Stunde. Und mitten auf die 12. Zeit für deinen Auftritt, Galef. Muss das wirklich sein? Jetzt stell dich nicht so an. Sonst gewinnst immer du beim Schnickschnackschnuck. Aber sonst geht es auch immer nur darum, wer neue Kids holen geht. Versuch dich nicht rauszureden. Einer für alle. Und das bist heute du. Rufus, was treibst du hier? Es gibt eine Planänderung. Die Aufstiegscodes bleiben bei Goal. Du stellst dich gegen den Widerstand? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf der Titelseite des Blattes, das sich soeben gewendet hat. Was zum... Ladehemmung? Tja, Pech gehabt. Oder so. Rufus? Ah, sehr gut. Du hast es alleine geschafft. Komm mit, es ist noch nicht vorbei. Warte mal. Aber, Goal, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Naja, wollen wir nicht warten, bis du wieder in Form bist? Na, was soll's.
Ew. Du musst dich dringend rasieren. Komm. Was? Es ist vollbracht. Ich hab doch gesagt, dass... Doc, warum seid ihr noch gefesselt? Lady Gold sollte euch doch befreien. Hat sie aber nicht. Sie ist durch das Portal in die Zukunft entwischt. Sie ist was? Kein Problem. Krawall Gold ist noch draußen, in Liebolds Körper. Sie wird Lady Gold zur Vernunft bringen. Das war nicht Krawall Gold. Das war die Reinigungsdatasette für meinen Videorekord. Die anderen beiden Golds stecken noch in der Maschine. Liebold hat nicht mal ein Implantat. Aber die Fernbedienung... Dicker Vater, das hieße ja... Uwusch! Was hast du mit Kalev gemacht? Und mit Liebold? Der Arme ist ganz verstört. Ja, kein Wunder. Eine Verwechslung. Ich... Hey! Goal, was soll das? Es tut mir leid, Rufus. Ich fürchte, ich muss noch eine weitere Änderung an deinem Plan vornehmen. Hä? Was für eine Änderung? Ja... Es ist auch kompliziert, wie alles, was mit dir zu tun hat. Du verursachst nichts als Chaos. Aber dafür bin ich nicht gemacht. Ich kann nicht länger bei dir bleiben. Oh, komm schon, was soll denn das jetzt? Mach auf! Bemühe dich nicht. Die Tür bleibt verriegelt. Ich brauche ein bisschen Vorsprung, wenn ich Cletus finden will. Cletus? Wovon redest du bloß? Wir wollten doch zusammen nach Elysium. Die Welt retten und so. So einfach ist das aber nicht, Rufus. Du kannst nicht alle im Stich lassen und gleichzeitig der Held sein. Es ist unmöglich. Unmöglich ist mein zweiter Vorname. Genau. Es reizt dich, nicht wahr? Du willst immer das Unmögliche. Darum wirst du auch immer unzufrieden bleiben. Du kannst nicht mit nach Elysium, Rufus, weil du Deponia in dir trägst. Mach es gut, Heldenbaby. Aber, Moment. Aber Cletus ist ein Schnösel. Cletus ist kein schlechter Mensch, Rufus. Zumindest nicht schlechter als ich. Und bestimmt nicht schlechter als du. Ich bin 1000-mal besser als dieser Lackaffe. Zumindest willst du das sein. Ich habe dir verziehen, dass du mein Bewusstsein gespalten hast. Dass du mich angelogen hast. Dass du mich immer wieder in Gefahr gebracht hast. Und ich habe Cletus verziehen, dass er meine Erinnerung löschen wollte. Jetzt musst du mir verzeihen. Aber was ist mit deiner Operation? Wir müssen dich doch wieder zusammensetzen. Wozu? Damit die Zweifel wiederkommen? Nein, danke, Rufus. Aber wir wollten doch zusammen die Welt retten. Das gilt vielleicht für Krawall Goal und Baby Goal. Aber ich bin weder so naiv noch so abenteuerlustig. Ich will einfach nur nach Hause, bevor es zu spät ist. Aber ich will doch mit dir nach Elysium. Willst du das wirklich? Ich weiß, dass du etwas beweisen willst. Weil du im Schrott aufgewachsen bist. Weil nie jemand an dich geglaubt hat. Aber würde es dir wirklich gefallen, dein Ziel zu erreichen? Keine Abenteuer mehr? Keine weiteren Pläne? Ich glaube nicht. Aber wo ist das Problem? Warum können wir nicht einfach Deponia retten und trotzdem zusammen nach Elysium gehen? Weil es sich gegenseitig ausschließt, Rufus. Tut es nicht? Ich weiß, dass ich das hinkriege. Du weißt eben noch nicht alles. Hast du dich jemals gefragt, warum die Ponia gesprengt werden soll? Was hat denn das damit zu tun? Einfach alles. Elysium ist nicht das Paradies, für das du es hältst. Es ist nur ein Vehikel, ein Raumschiff, um Deponia ein für alle Mal hinter sich zu lassen. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Aber Utopia ist fern. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, genug Energie zu erzeugen, um Elysium dorthin zu katapultieren. Die Sprengung Deponias. Was war das? Elysium ist was? Ein Raumschiff? Hast du es jetzt endlich verstanden? Wenn Deponia nicht zerstört wird, wird Elysium bald zurück auf den Planeten stürzen. Wir können nicht ewig ohne einen Heimatplaneten leben. Aber Deponia ist kein Ort, um zu leben. Das wissen wir beide.